Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Dracos Game Zone. Heute wieder zurück mit Evolve, einem weiteren Infovideo zu der letzten der vier großen Maps, die reworked wird. Ich habe mir die Update-Fotos rausgesucht und werde sie euch einfach alle auflisten, nacheinander über sie reden, meinen Senf dazu abgeben und hoffentlich euch ein bisschen weiter aufhypen können. Weil im Prinzip will ich ja nur zwei Ziele mit dieser Serie verfolgen. Erstens Leute aufhypen, damit sie wieder das Spiel spielen und zweitens die Leute informieren darüber, damit sie entscheiden können, wollen sie wieder ins Spiel kommen oder nicht. Dazu aber gleich mehr nach dem Intro. Also, ich habe hier rund 22 Bilder, die ich aufgeteilt habe in drei Kategorien. Einmal Höhlenregion, Küstenregion und Random Orte. Die Random Orte Region ist eigentlich nur da, wo ich nicht genau sagen kann, wo es ist. Es ist meistens irgendwo beim Dschungel oder beim Relay, also irgendwo zwischen Küste und Höhlenregion. Und ja, ich werde jetzt hier einfach mal zu allen Bildern meinen Senf geben und ich beginne jetzt mit der Höhlenregion. Aus dem Grund, die hat wahrscheinlich die meisten angepisst. So, was man hier gleich sagen muss bei dem ersten Foto, das ist ein Ort, den es davor noch nicht gab. Also das ist kein reworkter Ort, sondern wirklich komplett neu. Man sieht hier einen Eingang in das Höhlensystem, wahrscheinlich eher einen Ausgang direkt in den Dschungel. Das finde ich persönlich sehr interessant, weil ich den nicht wirklich gut zuurteilen kann. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wo der hingehört. Weil eigentlich der Dschungel immer eher auf der westlichen, also ja, westlichen Seite war und die Höhle auf der östlichen und ich weiß nicht genau, wie genau da die Höhle hinpassen würde. Da kann ich nicht mal sicher sagen, dass das die Höhlenregion ist, aber okay. Ja, was man hier aber schön sieht, der Pfad ist komplett frei von Gestrüpp. Es gibt noch immer, das finde ich lustig bei dieser Map, ein ganz kleines bisschen Gestrüpp auf allen grünen Flächen. Und sonst noch Bäume und diesen einen Steiner zum Rumdodgen. Da hinten sieht man ja beim Eingang eine Säule. Ich habe keine Ahnung, was die für einen Zweck haben soll. Ob das überhaupt ein Eingang in eine Höhle ist, ist eine andere gute Frage. Das sieht ziemlich eng aus. Ich weiß nicht, ob da ein Monster reinpassen würde. Zumindest aus dieser Position sieht das ziemlich eng aus. Dann beim nächsten, das kann ich jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen, gehört zur Höhlenregion. Hier ist das Lustige, hier haben sie eher solche Pflanzen wie von anderen Maps eingearbeitet, wie Damm. Es ist eigentlich eher so eine Pflanzenart, die man auf Damm gesehen hat, aber ich habe nicht erinnern, dass die in... Ah, Weather Control war, aber okay. Gut, neue Pflanzen hier. Man sieht hier unten diesen Bunker. Ich weiß nicht, ob das genau der Bunker ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es ein neuer Ausgang aus dem Mini-Bunker ist. Und sonst hier, ja gut, ein etwas engerer Pass. Also ich glaube, das sollte eher so als Ausgang für das Monster dienen. Weil das Monster, wenn es in der Höhlenregion war, hat sich ja immer da drin entwickelt. Und wenn dann die Hunter draußen gestanden sind, haben sie einfach alle Löcher irgendwie gestopft, haben sich dort hingestellt. Und wenn er irgendwo rausgekommen ist, wurde er gedomed. Das soll jetzt wahrscheinlich hier ein neuer Ausgang sein, damit er eben aus dieser Zwickmühle rauskommen kann. Aber als Hunter da hinten reinzugehen, kann ich mir vorstellen, ist ziemlich tödlich. Also jetzt hier auf dem Bild sieht man den Bunker von innen. Hier sind wieder die engartigen Tanks mit dem grünen Wasser darin. Am Rändern sind wieder ein paar Pflanzen, ein paar kleine Büschelchen, aber nicht wirklich großes. Und dann noch ein ganz, ganz kleiner, dünner Fluss. Aber ja, nicht wirklich großes hier. Und relativ dunkel, relativ nebelig, ziemlich düster eigentlich. Und jetzt auf der reworkten Seite wiederum haben wir hier... Ist alles ziemlich hell. Ist sehr viel heller gehalten. Der Wasserspiegel ist ein bisschen angestiegen. Man sieht das schön, dass der Fluss etwas höher ist. Ein paar Pflanzen schwimmen da jetzt drin rum. Die Pflanzen am Rand, auf den Landmassen, wurden auch umgeändert. Sind nicht mehr diese kleinen Büschelchen, sondern wirklich eigenartige Hardlob-Gewächse, würde ich mal so sagen. Ist ja halt andere Pflanzen. Und der größte Änderung, neben dem, dass es wesentlich heller ist, wegen dem Licht draußen, ist es noch heller und vor allem grünlicheres Hell, weil die Tanks jetzt selber leuchten anscheinend. Und das sieht ziemlich schön aus, so zeugt eigentlich eine ganz interessante Atmosphäre. Vor dem Bunker angekommen, haben wir jetzt hier diesen kleinen See mit den eigenartigen Gewächsen, die... eigenartigen Bäumen eigentlich oder Sträuchern, die herauswachsen. Ich würde sie eigentlich sogar als Algen spezifizieren, aber okay. Haben wir diese eigenartigen Algengewächse, die nach oben hinwachsen, die eigentlich Großteil der Fläche wegnehmen wegen sichttechnischen, weil du siehst da halt nicht durch und es ist ein bisschen schwer da durchzuschießen, ohne zu wissen, worauf du eigentlich schießt. Sonst ist es wieder relativ dunkel, nebelig und das einzige Licht ist wirklich entweder dieses leicht bläuliche Licht von dem Loch in der Decke und dann noch diese kleine Lampe da an der Seite der Wand, aber nicht wirklich schön zum Kämpfen dort. Geht zwar auch, aber nicht ihr schönster Ort. Und jetzt auf der reworkten Seite wiederum haben wir hier es wesentlich freier geräumt. Es ist zwar hier etwas dünkler, muss ich sagen, aber es ist wesentlich freier, weil es halt diese Algenpflanzen nicht gibt. Im Hintergrund muss ich sagen, hier ist wieder dieser Eingang in das Höhlensystem mit ein paar Steinen, die hier herumliegen. Das finde ich sieht sehr schön aus, ist sehr praktisch auch, weil die Steine halt besser zum Herumnavigieren sind, zum Ausweichen, zum Dodgen.
hat man hier wesentlich bessere Dodge-Möglichkeiten. Es ist halt wirklich etwas dünkler, weil es halt irgendwie im Schatten des Gebirges liegt, obwohl Schatten der Höhle, ich habe keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll. Ja, aber sonst halt wesentlich freier die Fläche, also man könnte hier, glaube ich, schon besser kämpfen als im alten Bild. So, jetzt haben wir hier nochmal dieselbe Stelle, nur aus einer anderen Perspektive. Wir sehen wieder relativ dunkel, viele dieser Algenpflanzen. Es ist etwas freier, meiner Meinung nach, aber es ist trotzdem noch immer ziemlich eigenartig aufgebaut, mit diesen eigenartigen Rampen, die überall hingehen und ja, okay. Und im Hintergrund den schönen Bunker liegen, das sieht ziemlich gut aus, soweit. Jetzt auf dem reworkten Bild haben wir jetzt hier nicht mehr so viele Algenpflanzen, die sind weg eigentlich großteils. Diese Rampen sind noch immer da, nur sind sie sichtbar so abfallend. Also ich kann mir gut vorstellen, warum sie das gemacht haben. Jetzt sind es keine Rampen, die danach ins Nichts gehen, sondern sind das solche Rampen, einfach solche Gehpfade, die gepflastert wurden und rundherum ist halt Gestrüpp und Erde, halt wirklicher Boden. Weil ich kann mir gut vorstellen, warum sie das gemacht haben, weil vorher, wenn du als Monster oder als Spieler wirklich dahin gegangen bist, dann bist du nicht gesprungen genau an der Kante, bist du erstmal an der Kante hängen geblieben, bist wieder runtergerutscht und darfst nochmal springen. Und das ist halt dann ein bisschen aufwendig und ein bisschen nervig, also ja, das kann ich durchaus verstehen. Außerdem, man sieht, diese Algenpflanzen sind noch da im Hintergrund, halt wesentlich weniger und nur am Rändern, nicht mitten irgendwo am Weg, wo es wirklich dich stört. Jetzt auf der rechten Seite haben wir diesen Tank, ich glaube, es könnte wieder helfen zum Herumdodgen und auch wieder einen Stein. Es gibt nicht mehr diese eigenartigen Wände vorm Bunker, das finde ich durchaus gut, weil die Bunkerwände waren eigentlich ziemlich eigenartig. Ich hatte keine Ahnung, warum die da waren, die hatten keinen wirklichen Zweck und sie haben dich eigentlich nur genervt, weil wenn einer dort reingesprungen ist oder vom Monster reingezogen wurde, dann hat er kaum Überlebenschancen. Er konnte theoretisch wieder rauskommen, nur ein gutes Monster hat es dich dazu gebracht, da drin zu bleiben und ja, es ist halt ein bisschen schrecklich gewesen. Sonst wesentlich freier, wesentlich heller. Ich könnte mir vorstellen, hier zu kämpfen. Wir gehen weiter unsere Reise durch das Höhlensystem. Und zwar sind wir jetzt in einer der kleineren Nebenhöhlen. Hier ist es, glaube ich, genau die Höhle, die wir vorher gesehen haben. Beim Bunker, wenn man diesen einen kleinen Nebenpfad wählt, dass man dann herkommt. Hier sieht man wieder ziemlich eng, ziemlich dunkel. Die einzige Lichtquelle ist da drüben bei dem Gang mit dieser Säule. Und die haben ja auch wieder diese eigenartigen Algenpflanzen und diesen kleinen Cedar, der auch eigentlich nur nervig ist. Und ja, es ist ziemlich eng. Und auf dem reworkten Bild sieht man jetzt hier schön, dass die Höhle wesentlich breiter ist. Es sind nicht mehr diese eigenartigen Algenpflanzen da, sondern stattdessen gibt es jetzt hier Pilze, die Licht erzeugen, wodurch die Höhle etwas heller wird. Also an der oberen Decke ist noch immer relativ dunkel und der Boden schön beleuchtet. Man sieht halbwegs was, das ist meiner Meinung nach noch besser. Es ist nicht mehr so dunkel nebelig, sondern wirklich schön hell gelblich, wie es jetzt halt unter der Sonne und Anführungsstrichen. Und wir haben noch immer diesen einen Tunnel da drüben zwischen den zwei Säulen da. Ich glaube, das ist zumindest der Tunnel und in der Mitte haben wir einen Stein zum Dodgen. So einen ähnlichen Stein hatten wir schon mal auf dem Treibstoffturm. Finde ich ganz gut, dass er jetzt auch hier ist. Also ja, wesentlich besser zum Spielen hier meiner Meinung nach. Was ganz interessant ist, ist dieser kleine Höhlengang hinter dem Stein. Ich persönlich würde mir wünschen, dass es irgendwie so wäre, dass nur kleine Monster und Hunter da durchgehen könnten, aber ich glaube persönlich, dass es nicht so sein wird. Er ist wahrscheinlich größer, als er aussieht und sieht jetzt nur hier wegen der, ja, wegen der Perspektive und wegen den Relationen relativ klein aus. Aber ich denke mal, der wird relativ groß sein. Wäre zwar wünschbar so ein System, dass nur kleine Monster und so jemand und Hunter halt durchgehen könnten. Aber es wäre dann wieder unfair, dann könnten die Monster nicht reingehen und das wäre auch wieder unfair gegenüber den Monstern und ja. Wir gehen weiter in Richtung Oberfläche und haben jetzt hier ein kleines Bild von einem Tunnel. Auf der einen Seite ist es, also auf der alten Version ist er ziemlich dunkel, man sieht da hinten schon ein bisschen Anzeichen der Höhle, ist aber trotzdem noch immer ziemlich dunkel, sehr, sehr eng, ein bisschen zugewachsen an gewissen Stellen, zwar ist der Pfad relativ leer, aber okay, es gibt nur diese eine Lampe, die Licht erzeugt und jetzt auf der reworkten Hälfte wiederum, er ist noch immer eng, er ist ein bisschen zugewachsen, aber nicht mit diesem Gestrüpp, sondern wirklich wieder mit diesen steinartigen Pflanzen, wie sie auch schon vorher gesehen wurden, sind sie daher, es ist wahrscheinlich dadurch sogar wesentlich leichter, den auszuweichen, der Pfad ist relativ leer, ist sehr, sehr leer und sonst wieder sehr eng, aber etwas heller, nachdem die Lampe nicht mehr links unten ist, sondern rechts oben beim Ausgang. Aber trotzdem, das ist wieder sehr, sehr klein, meiner Meinung nach. So, wir sind beinahe mit den Höhlen fertig und zwar sind wir jetzt bei diesem Art Tyrannennest. Hier war immer das Problem, dass in der Mitte in diesem See immer ein Tyrant gewesen war und der war einfach nur unglaublich nervig, weil er hat das ganze Team aufgeschmissen. Wenn da ein Monster gekämpft hat, dann war es eigentlich schon ein GG. Das war dann vorbei, eigentlich meistens das Match.
Wir haben hier jetzt auf dem alten Bild noch immer diesen einen See mit dem Tyranten drin. Zumindest glaube ich, dass das da drüben der Tyrant ist. Dann haben wir hier noch immer diese eigenartigen Pflanzen. Relativ dunkel, das einzige Licht kommt von den Lampen an den vier Seiten. Und sonst haben wir noch die Häuser. Und es ist eine ziemlich große Höhle, das muss man ja lassen. Eine große Höhle mit dem See in der Mitte, ein paar Erhöhungen. Also es war an sich, wäre da nicht der Tyrant drin gewesen, würde ich sogar sagen, es ist eine ganz schöne Fläche zum Kämpfen. Aber halt mit dem Tyrant drin und mit ein paar anderen Gegebenheiten ist es relativ schlecht, dort zu kämpfen. Und jetzt auf dem reworkten Bild haben sich nämlich sehr, sehr viel geändert. Und zwar erstens gibt es jetzt hier in der Mitte noch immer den See. Der ist noch immer gleich. Es gibt noch immer ein paar Höhenunterschiede. Es gibt noch ein paar kleine Felsen, die rausstehen. Aber der größte Unterschied ist die riesige Säule, die einen Großteil des Sees wegnimmt. Dadurch hoffe ich eigentlich, dass der Tyrant jetzt weg ist, weil der hat eigentlich meistens nur genervt. Außerdem scheint es so, als wären die Häuser weg. Das heißt, es gibt jetzt keine eigenartigen Häuser mehr. Die Höhle ist etwas enger, nach meiner Meinung nach. Ist etwas enger geworden. Es gibt jetzt nur noch eigentlich wirklich diese drei Ausgänge und in der Mitte diesen See. Und außerdem, was ich noch lustig finde, was man auf einem der zwei Bilder sieht, hinten gibt es eine Art Ausschnitt, ein Art viereckiges, keine Ahnung, Höhleneingang oder sowas. Ich weiß nicht genau, was es ist. Es ist nicht der Ausgang, der normalerweise aus der Höhle rausführt. Das scheint eine zweite Höhle oder ein zweiter Gang zu sein. Da bin ich jetzt schon ein bisschen gespannt, was das wohl sein wird. Außerdem muss man sagen, es ist wesentlich freier von Vegetation und es ist wesentlich heller, was es wesentlich leichter machen wird, dort zu spielen. Also wir gehen jetzt zum anderen Ausgang und zwar haben wir hier erstens mal dieses riesige Höhlenloch. Da sieht man hier zwar nicht so gut, aber hier im Hintergrund hinter dieser Pflanze war ein riesiger Höhlenausgang und der war unglaublich schwer, jemanden da zu fangen, weil das Krankenbiss ist einfach durchgeflogen und konnte es nach links und rechts ausweichen und das war ein so riesiger Ausgang, man konnte schwer sagen, wohin wir da jetzt fliegen, es war grauenhaft. Und ja, es ist ein sehr schlechter Punkt. Man konnte ja auch schlecht fighten, weil als Kraken hast du diese riesigen Höhenunterschiede ausnutzen können. Dann hattest du hier noch sehr viele Pflanzen, wodurch du als Hunter relativ schlecht gesehen hast, wohin du eigentlich schießt. Und dann ist es überhaupt noch dunkel und nebelig und alles in eine sehr schlechte Position eigentlich zum Kämpfen. Dann hatten wir hier jetzt das andere Bild, wie wird es aussehen. Das ist jetzt sehr interessant hier, weil es erstens nicht mehr einfach nur dieses riesige Loch ist. Das Loch ist zwar insgesamt breiter geworden, aber es ist nicht mehr durchgängig. In der Mitte, rechts und links, in den jeweiligen 1/3-Abständen, ist jeweils eine Säule. Das heißt, er muss sich entscheiden, wohin er fliegt und man kann ihn dadurch wesentlich leichter abfangen. Zweitens, es gibt kaum noch Pflanzen hier auf diesem Foto. Es ist wesentlich eigentlich nur noch aus Geröll und Stein. Und was mich sehr überrascht hat, es ist sehr, sehr dunkel. Es ist nicht mehr nebelig, es ist aber auch nicht sehr hell, es ist wirklich zu 100% dunkel. Und das finde ich ein bisschen überraschend, weil verglichen mit allen anderen Fotos, wo sie eigentlich versucht haben, es heller zu machen, wird sie wirklich dunkler. Zu guter Letzt in der Höhlenregion gibt es hier noch eine ganz neue Region, also einen ganz neuen Ort, der war davor noch nicht da. Ich habe ehrlich gesagt keine bis kaum Ahnung, wo das sein kann. Ich schätze es irgendwo oberhalb vom Relay, irgendwo in der Nähe der Höhlensysteme, weil anderswo kann ich mir wirklich schwer vorstellen. Es ist ein ganz neuer Ort, das ist jetzt mitten in das Gebirge eingearbeitet, eine neue Höhle, eine mini kleine, mit einem Felsen in der Mitte. Es scheint so, als wäre die Kamera so platziert, dass es genau im letzten Winkel der Höhle ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein neuer Lieblingsort zum Entwickeln sein wird, weil es ziemlich abgeschottet aussieht. In der Mitte der Steine ist auch ziemlich gut, damit man die Line of Sight unterbrechen kann. Und ich kann mir aber vorstellen, dass es gut zum Kämpfen sein kann, weil eigentlich der Stein auch gut zum Dodgen ist. Das Problem ist, wenn das jetzt auf einer Klippe positioniert ist, kann ich mir gut vorstellen, dass man hier sehr schwer kämpfen kann, weil dann fliegst du einmal runter und dann bist du für den ganzen Kampf eigentlich draußen. Und daher, ja, es ist so ein Mischmaschort. Ich glaube, es könnte ein neuer Evolve-Spot werden. Und ja. So, wir sind jetzt bei der Küste angekommen und haben jetzt hier ein schönes Bild von der Küste, wie sie ausgesehen hat, wie sie derzeit aussieht. Und zwar drei schöne Häuser. Links eine Art Erweiterung mit danach zwei Felsen aus dem Boden herausgehend. Und man sieht schon noch überall ein paar Pflanzen verteilt. Und im Hintergrund sehen wir diese Säule, die dann wieder sich mit diesen drei anderen Säulen verbunden hat. Und das war ein sehr beliebter Kampfort, den kennen sicherlich viele. Rechts haben wir noch eine Wand und eine Erhöhung. Und dahinter sind wieder Wände und Erhöhungen. Und dann sehen wir im Hintergrund schon leicht das Relay, beziehungsweise diesen riesigen Turm, der beim Relay war. So, und jetzt das neue Bild. Aus einer anderen Perspektive, deswegen relativ schwer zum Vergleichen, aber drei Sachen sind mir aufgefallen. Erstens, es scheint so, als wären es nur noch zwei Gebäude, zumindest sehen wir nur zwei Gebäude. Und da hoffe ich jetzt wiederum, dass es diese Gebäude sind, die nicht sofort zerbrechen, wenn du als Goliath draufsteigst, weil die waren ziemlich nervig. Da hoffe ich, es bleiben die stabilen Gebäude und ja, das kann man halt wirklich nur ausprobieren, das kann man jetzt hier nicht sagen. Zweitens, auf der linken Seite diese Wand ist neu, sie ist nie so hoch gewesen. Es gab zwar davor schon eine Wand, aber die war, oder
die zwei Felsen, die waren nur weiter hinten und es war nur eine Erweiterung. Jetzt ist wirklich eine riesige Wand, die scheint sich sogar nach den Häusern noch weiter zu erstrecken und sogar vielleicht zu dieser Position, bevor die drei Säulen waren, die sie verbunden haben. Und das ist gleich der nächste Punkt: Es scheint keine drei Säulen mehr zu geben, die sie verbunden sind. Es scheint noch immer diese eine riesige große Säule zu geben, nur die ist wesentlich näher an der Kamera dran. Könnte auch sein, dass es nur größer aussieht, nachdem wir aus einem tieferen Winkel drauf schauen, aber ich glaube doch, dass sie ein klein wenig höher ist und es gibt keine drei Säulen mehr, die miteinander verbunden sind. So, wir haben hier nochmal ungefähr denselben Punkt, dasselbe Gebiet aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Unten haben wir diese zwei Gebäude, links haben wir diese Felsen, ganz weit links haben wir diese drei Felsen, die sich verbinden und im Hintergrund sehen wir wieder das Relay. So, und jetzt bitte nur zur Absicherung, schaut man sich bitte mal nur das Relay an, beziehungsweise diese Türme hinten. Voilà, jetzt sieht nämlich alles zu 100% anders aus. Nicht so ganz 100%. Wie gesagt, diese zwei Säulen hinten sind noch immer genau dieselben. Das Lustige ist jetzt, zwischen die beiden Säulen, also zwischen den Relay und diesem Spanntumu, ist noch eine Säule aus Stein. Die hat wahrscheinlich irgendein anderen Gebiet einen Sinn. Das sehen wir halt hier leider nicht. Es ist wesentlich heller, wodurch alles noch ein anderes Aussehen hat, halt weil es so hell ist. Und dann haben wir da nochmal in der Mitte diese riesige Säule, die ich vorher schon angesprochen habe, dass die viel näher gerückt ist und viel größer ist. Und deshalb gibt es auch ein bisschen mehr Sinn, weil halt jetzt diese Wand, das war nicht einfach nur eine Wand, das war vielleicht sogar die Wand vom ganzen Map oder, ich habe ehrlich gesagt echt keine Ahnung, es sieht alles so extrem anders aus. Ich freue mich bei diesem Gebiet wirklich das schon zu sehen. Was wir hier nämlich sehen, es sieht ein ganz guter Kampfort aus. Es ist eine ganz leichte Erhöhung auf der einen Seite mit dem Gebäude zum Dodgen darum. Es gibt sehr viele Punkte, wo man herumspringen kann. Es sieht gut für den Kampfort aus. Halt aber wirklich kein Vergleich mit dem vorigen Bild. Es sieht komplett anders aus, weil jetzt alles auf einem Level mit dem Relay ist. So, auf den nächsten zwei Bildern wird nämlich gleich widerlegt werden. Meine jetzige These, dass das nämlich der Rand der Karte war. Ich habe euch natürlich nur reingelegt, das war nicht der Rand der Karte. Weil wir sehen jetzt hier auf dem alten Bild erstmal wieder schönes See, also das Meer mit einer Brücke. Brücken waren immer sehr lustig in Evolve, weil sie sich einfach nicht draufgehen lassen wollten. Da musstest du raufklettern als Monster, das sah unglaublich dumm aus. Dann haben wir hier relativ dunkel wieder, nebelig, die Pflanzen. Dann haben wir wieder so einen Felsen und solche riesen Felsen sind immer so ein Problem in Evolve. Entweder dodgst du um sie herum, dann brauchst du viel zu viel Jetpack zum Rumdodgen um den Stein herum. Und selbst wenn du das Monster dann anschießen willst, darfst du wieder um den ganzen Stein gehen. Das heißt, du hast eigentlich dein ganzes Jetpack verschwendet. Und daher ist es immer lustig mit solchen großen Steinen. So, auf dem neuen Bild sehen wir nämlich jetzt einen Strand. Der Strand ist wesentlich heller. Es gibt mehrere leicht angehöhte Steine, auf denen man herumspringen kann. Das heißt, es ist wesentlich besser zum Kämpfen eigentlich. Man kann dodgen, relativ, und die kleinen Steine kann man leichter dodgen als mit den großen Steinen. Und man kann von Stein zu Stein springen, wodurch man auch das Monster austricksen kann. Es gibt links anscheinend eine Art Höhle oder einen Unterschlupf. Vielleicht kann man sich da evolven ganz gut, das weiß ich jetzt noch nicht. Dafür müsste ich mehr von der Höhle sehen. Und unten haben wir noch leichte Ansätze von der Brücke. Ich weiß nicht, vielleicht, ob die Brücke noch überhaupt da ist. Sieht nicht so aus, es sieht nur so aus, als wäre da noch eine. Rechts unten haben wir noch einen Steg. Es könnte sich auch sein, dass es ein Steg ist. Das könnte auch sehr wahrscheinlich sein, dass es ein Steg ist. Und weil rechts unten sich auch gerade so ein Steg. Also es kann auch ein Steg sein. Und dann haben wir noch das Meer natürlich. Und ja, das ist so viel zu diesem Gebiet. Das sieht ziemlich hell aus, ziemlich schön. Das Gestrüpp wurde umgeändert. Es ist kein wirklich Buschgestrüpp mehr, sondern dieses korallenartige Gestrüpp. Was ganz gut ist, weil es eigentlich zum Meer passen würde. So, auf dem guten und letzten Bild der Küstenregion sehen wir diesen Kadaver von einem riesigen Tier, das man da immer schön gesehen hat. Ich persönlich habe es noch nie wirklich genutzt, um was zu machen. Ich fände es sehr cool, wenn man sich in den Kadaver reinschlängen könnte und dann Skillshots dodgen könnte. So, das wäre ziemlich toll, aber es geht leider nicht so gut. Und ja, wir sehen hier ziemlich zugewachsen eigentlich auf der linken Hälfte, auf der rechten Hälfte diese riesige Kadaver. Gelegentlich hilfreich, gelegentlich nur eine Pest und dann sonst ja wirklich zugewachsen, sehr nebelig, sehr dunkel, sehr toxisch eigentlich. War nicht so toll da zu sein eigentlich. So, und jetzt auf dem reworkten Bild sieht man jetzt schön ein paar Sachen, die mir sehr markant auffallen. Und zwar erstens, wir haben einen Schatten, das heißt über uns ist eine Höhle oder eine Brücke oder ein Felsen jetzt hinter uns, das dazu führt, dass wir einen Schatten haben. Das heißt, wir können uns hier vielleicht evolven sehr gut. Ich weiß aber nicht genau, ob das jetzt hier eine Sackgasse ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Sackgasse ist, ich glaube, das ist wirklich nur eine von diesen Brücken. Links und rechts scheint es so, als wären Wände oder Felsen. Das auf der rechten Seite, glaube ich, ist eher ein Fels. Auf der linken Seite könnte ich denken, es ist ein Wand wirklich. Auf der linken Seite ist wahrscheinlich eine Kante des Spielgebietes vielleicht.
Ja, und vor uns haben wir dann nochmal Felswände links und rechts. Das ist wieder toll, weil das sieht ziemlich gut zum Kämpfen aus, zumindest für die Hunter. Weil Hunter können solche Gebiete sehr gut nutzen, um von Fels zu springen und so Skillshots auszuweichen. Oder bei langsamen Monstern wie Behemoth sind solche Gebiete auch sehr gut. Halt, es ist wieder ein bisschen, glaube ich, Hunter bevorzugt. Es ist trotzdem, ich will nicht wirklich sagen, gestrüppbefreiter, nur ein bisschen übersichtlicher. Es gibt nämlich dieses Buschgestrüppe, sondern auch immer diese Korallengestrüppe, wodurch es leicht ist zu sehen, wo was ist und überhaupt ich kann durchsehen oder ich sehe, wohin ich gehen kann und wohin nicht. Es gibt noch immer ein paar Bäume, wobei damit habe ich kein Problem, weil die Bäume sind eh ganz gut und ziemlich rar gesät, sind wahrscheinlich alle zerstörbar und. Und was ein bisschen traurig ist, es gibt keinen Kadaver mehr, der ist komplett weg. Da sind jetzt nur noch ein paar Korallenpflanzen. Zumindest sehen wir den Kadaver hier nicht. Könnte auch gut sein, dass er jetzt irgendwo anders vorkommen wird. Ein bisschen schade, meiner Meinung nach. Aber es ist alles soweit zur Küstenregion. So, wir gehen jetzt mal zum Dschungelgebiet. Und hier sehen wir erstmal auf dem ersten Bild, es ist unglaublich dunkel. Ich kann nicht unterscheiden, was ist Boden, was ist Gestrüpp, was ist Wand. Daher, ich kann dazu eigentlich nichts sagen, sieht man eh alles, was man dazu sagen könnte. Wir gehen aufs nächste Bild und zwar, es ist unglaublich hell geworden. Nicht nur allein dadurch, dass, weil es einfach heller geworden ist überall, sondern auch, weil da jetzt eine Lampe in dem Baum steckt. Was heißt, es ist wesentlich heller auch deswegen. Es sind außerdem ein paar Bäume dazugekommen. Gerade vor uns ist so ein Stein vorgewiesen, der ist noch immer da. Jetzt ist nur ein Baum da, um den man herumdodgen kann. Und ja, man sieht auch schön den Boden jetzt. Man sieht, wo ist der Pfad, wo ist Gestrüpp alles. Es sieht wesentlich besser so aus. Es ist übersichtlich einfach. Als nächstes Bild haben wir hier die Hängebrücke. Ein kleiner Hasspunkt von mir selber, weil ich weiß nicht warum, ich bin ja jedes Mal runtergeflogen. Unten haben wir den kleinen See, wo manchmal sogar noch ein Tyrant drin war. Und ja, sonst einfach das wirklich Wichtige war die Hängebrücke. Links und rechts die zwei Felswände und unten das Gras. Auf dem neuen Bild sieht man jetzt erstmal keine Hängebrücke mehr. Allein durch die Hängebrücke, weil man jetzt hier nicht mehr sieht, denkt man nicht, dass das derselbe Ort ist. Es ist aber noch derselbe Ort, wenn man die Bilder übereinander legt, sieht man schön, dass eigentlich die beiden Felswände genau gleich hoch sind. Es ist dieselbe Felswand, es ist dieselbe Schlucht. Der einzige Unterschied ist, es gibt keine Hängebrücke mehr und die Fels, also die Schlucht wurde angehoben, dadurch, dass sie auf einem ähnlichen Niveau wie halt das Relay ist. Und dadurch braucht man auch keine Hängebrücke mehr. Und dadurch, glaube ich sogar, ist es ein ganz guter Fighting-Platz, weil man eigentlich von der linken Schluchtseite auf die rechte Schluchtseite springen kann und damit eigentlich alles umgehen kann meistens. Man kann natürlich das Monster austricksen und dadurch, glaube ich, ist es ein ganz guter Ort zum Kämpfen auch. Es ist trotzdem noch relativ dunkel, also ich hätte da vielleicht sogar nochmal so eine Lampe irgendwo hin platziert. Aber okay, ich meine, jeder Hunter hat eine eigene Lampe, also man sieht eh alles. Auf dem nächsten Bild gibt es wieder eine ähnliche Situation wie auf dem ersten Bild. Und zwar, es ist unglaublich dunkel. Ich sehe wirklich nichts. Ich weiß, dass da ungefähr der Boden ist, da rechts ist so ein Stein, da sind noch mehr Bäume überall, aber es ist unglaublich unübersichtlich. Also auf dem neuen Bild sieht man schön, es ist wesentlich heller. Es gibt jetzt da so einen kleinen See, ich glaube, der war davor auch schon da. Habe ich halt nicht gesehen. Es ist wesentlich heller, es gibt einen konstanten Pfad, der immer freigeräumt ist. Jedoch links und rechts vom Pfad ist immer noch Gestrüpp. Es gibt diesen einartigen Baum, der ziemlich tief liegt. Ich habe keine Ahnung warum. Sie wäre interessant, wenn man drauf springen kann und irgendwas dann machen kann, aber okay. Rechts dieser Felsen ist sogar ein bisschen abgesenkt. Beziehungsweise es gibt jetzt da anscheinend, ist er in zwei geteilt worden. Dahinter ist noch ein Felsen und der Fels davor wurde anscheinend abgesägt, dadurch, dass man drauf springen kann und einen kleinen Weg hat. Alles in allem ist es wesentlich übersichtlicher. Es gibt wesentlich weniger Bäume, wesentlich heller und wesentlich weniger Gestrüpp einfach. So, zu guter Letzt haben wir noch ein Foto von dem Starterplatz, wo man normalerweise dann immer eine der beiden Schluchtseiten entlang geht und in der Mitte ist diese Schlucht. Und da gibt es immer wieder diese Steinbrücken, über die man gehen kann. Man sieht ja schön, es ist relativ dunkel, relativ tief. Wenn man einmal runterfällt, darf man sein ganzes Jetpack benutzen, um wieder nach oben zu kommen. Und ja, sonst kann man da schwer was sagen. Meistens ist da noch ein Tyrann drin, ist dann noch schlechter, aber ja. Auf dem neuen Foto gibt es ein paar große Umänderungen. Erstens, es ist wesentlich heller, was ganz klar ist. Es ist eh überall heller geworden. Zweitens, es ist die Schlucht angehoben worden. Das heißt, dadurch, dass sie angehoben wurde, braucht man auch keine Brücken mehr, weil dann könntest du unter die Brücken sowieso nicht runtergehen. Dadurch, dass es vor allem nicht mehr so tief ist, ist es nicht schlimm, wenn du einmal runterfällst. Auch nicht während Kämpfen, wenn du einmal runterfällst, wäre es normalerweise ziemlich schlimm gewesen. So macht es keinen wirklich großen Unterschied. Links und rechts ist relativ gleich geblieben, bis auf dass die linke Seite der Schlucht etwas höher geworden ist, was vielleicht ein bisschen den Schwierigkeitsgrad erhöhen sollte, aber es ist trotzdem noch immer besser als eine tiefe Schlucht, in der du runterfällst und nie wieder rauskommen wirst.
Es gibt außerdem noch in der Mitte eine neue Säule, die zum Dodgen gedacht ist, wodurch ich sogar glaube, dass diese Position besser für Relay-Fights gedacht ist. Also links oben gibt es diesen zwei Felsen und die Säule. Wenn du irgendwo dazwischen kämpfst, glaube ich, ist das besser als dort bei dem großen Gebäude. Da muss man halt natürlich dann ausprobieren, was wo besser ist. Aber alles in allem ist es eigentlich ziemlich gut, weil so jetzt der Pfad ist noch immer frei geblieben, es ist wesentlich heller, es ist wesentlich balanceder und man kann hier alles in allem besser kämpfen. Als mal eine sehr gute Umänderung. Mit diesem letzten Bild vom Relay, beziehungsweise von dem Relay-Platz, verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich habe euch ein paar Sachen erklären können, zumindest zeigen können, nicht erklären wirklich, die euch zumindest ein bisschen interessiert haben und nicht zu ganz gelangweilt haben. Daher hoffe ich, dass ihr ein Abo, Follow oder Kommentar da lassen könnt, werdet, sollt. Und ich werde natürlich darauf antworten, werde darauf achten, was ihr macht, wenn es euch gefallen hat, Favo, wenn nicht, halt Dislike, wenn es komplett egal. Subscribe, wenn euch Evolve-Videos gefallen, es werden noch mehr kommen, vor allem wenn dann dieses Update raus ist, werde ich ein paar von diesen Maps auf jeden Fall durchspielen. Ich werde auf jeden Fall alle Maps spielen, aber ein paar von den Orten bin ich jetzt doch ein bisschen interessiert, was das für neue Orte sind, weil halt wirklich diese Orte noch nie da waren. Und ich will wirklich wissen, wie sich sie dort ausspielen und was man dort alles machen kann, weil ich glaube schon, dass es vieles zu entdecken gibt jetzt dann auch. Und ich hoffe auch, dass es das Spiel so lange überleben wird und dass das Spiel dort auch wirklich gut rausbekommen wird. Weil immerhin, wenn das Spiel das verspricht, also das versprochen jetzt dann schafft rauszubringen so und es wesentlich gebalancter wird, glaube ich schon, dass das Spiel wesentlich interessanter für mehr Leute sein wird und mehr Spieler heißt, dass es wesentlich belebter werden wird und mehr Belebtheit heißt, dass das Spiel vielleicht endlich wieder eine gescheite Playerbase hat, womit ich endlich wieder mal gescheit spielen kann. Nein. Scherz beiseite, ich verabschiede mich für heute. Ihr seht sich wieder Mittwoch mit einem Crowfall-Video. Bye bye, bis zum Mittwoch.